Ich habe einen Bauernhof gekauft. Also hast du keinen Platz, wenn du so ein Kissen zwischen uns stopfst. Finde ich gut, so ein Kissen. Das ist Marienkäfer. Warum hat das Fenster so viele Löcher? Wer bohrt Löcher in ein Fenster? Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch. Wir sind hier im Rosenhof. Wir dachten, es wird ein normaler Tag wie immer, aber nein, das war es nicht. Da hätten wir uns schon fragen können, wann war hier jemals ein Tag normal? Irgendwie wird hier kein Tag normal. So oft wollten wir schon einen ganz normalen, fröhlichen, glücklichen Vlog aufnehmen und euch einfach über den Tag mitnehmen, bei irgendwelchen schönen Dingen, die wir machen. Und jedes Mal passiert irgendwas, dass der Tag dann nicht mehr so schön ist. Ich sag nur so viel. Tyrann ist böse. Ja, richtig gehört. Aber wir beginnen ganz von vorne. Es fing alles noch harmlos an und der Tag war wunderschön, die Sonne scheint. Und ja, jetzt haben wir andere Probleme, aber dazu später. Ich sag nur so viel. Wikis Pferd ist verschwunden. Lass dem Video einen Daumen nach oben da. Wie unsere To-Do-Liste für heute eigentlich ausgesehen hätte. Pferde versorgen und rausbringen, lecker frühstücken, zwei Telefonate, um den Teich kümmern, eine Lieferung annehmen und Stallarbeit. Aber so ganz wurde daraus leider nichts. Ihr werdet sehen, warum. Es gibt Müsli, kleine Portion für Spirit und eine große für Tyrann. Das Frühstück bekommen sie jetzt draußen in der Sonne. Ja. Die Jungs freuen sich schon, dass sie nach draußen können. Los geht's! Spirit! Hallo! Mein Wasser ist gleich fertig. Dein Eimer läuft gleich über. Oh nein, oh nein, oh nein! Aufhören. Das passiert dir einfach jedes Mal. Aber dann ist der Kübel zu klein. Das sind 20 Kilo. Zeig mal, was du kannst. Wie soll ich das jetzt? Du hast doch gerade gesagt, dass der Kübel zu klein ist. Oh. Mein ganzer Socken. Ah, nasse Socken sind einfach das Schlimmste auf der Welt. Nein, nasse Ärmel. Das teilt sich Platz 1. Ich würde so lachen, wenn du auf den Hintern fällst. Ich hoffe, du genießt es. Ich traue mich, eine Wette aufzustellen, dass er einfach in einer Minute den Eimer wieder umgeworfen hat und alles umsonst war. Aus dem Weg, mein Socken ist sehr nass. Und jeder gute Tag beginnt erstmal mit einem Frühstück. Mit einem großen Frühstück. Das ist Gebäck am Start. Oh, was ist da drin? Ich habe ein bisschen was Süßes und ein bisschen was Salziges geholt. Natürlich mit Nougat gefüllt. Lecker! Oh, typisch! Ausgeschüttet. Ups. Sarina Oliven. Können wir das irgendwo auf einem abgetrennten Bereich servieren? Weil ich mag keine Oliven. Ich liebe Oliven. Du kannst sie alle auf meinen Teller machen. Ja, wer mag Oliven? Du kannst auch einfach das Glas hier hinstellen. Mahlzeit. Ihr fragt immer ganz viel nach dem Teich und deswegen möchte ich euch die Wahrheit zeigen. Eigentlich ist dieser Teich gerade nicht vorzeigbar. Die Frösche sind wieder da. Das ist der erste Frosch, den ich in dem Jahr hier sehe. Hallo. Hallo, Frog Friend. Hallo. Hallo, könnt ihr mich sehen? Alles ist dunkel. So besser? Auch nicht. Ich muss einen schattigen Platz suchen, um mit euch reden zu können. Sieht das vielleicht komisch aus? Das ist der einzige schattige Platz, den ich hier gerade gefunden habe. Hört ihr das Plätschern? Leider ist die Pumpe kaputt und deswegen müssen wir jetzt so ein kleines bisschen Wasser vom Schlauch reinrinnen lassen in den Teich, weil sonst die Fische sterben können. Wir brauchen Sauerstoff. Ihr wisst ja, dass Trauerweiden meine Lieblingsbäume sind. Und es sind sie auch noch immer. Aber eine Trauerweide an einem Teich ist einfach so die dümmste Idee überhaupt. Die wirft da so viele Blätter und Zweige rein. Guck mal, was wir alles schon rausgefischt haben. Und trotzdem ist das Wasser leider sehr, sehr braun. Nicht schön.
Das ist einfach die schönste Zeit im ganzen Jahr jetzt. Schon langsam beginnt bald alles zu blühen. Die Knospen sind schon da. Freu mich. Die Fische sind auch schon wieder aufgewacht aus ihrer Winterruhe. Und eigentlich könnten wir sie jetzt gemeinsam zum ersten Mal für dieses Jahr füttern, oder? Mal sehen, ob das Futter noch alles da ist. Hier alles klar da drin? Oder ist hier inzwischen eine XL-Spinne eingezogen? Oh, die wird sich gleich freuen. Fischis! Ich glaube, sie verstehen gar nicht, was das jetzt soll. Sie sind nicht mehr gewohnt, gefüttert zu werden. Okay, kein Hunger. Na, das war ja mal ein ordentlicher Fail. Hey, Vicky, die Frösche sind wieder da. Echt? Haben sie schon Babys? Nein, noch nicht. Nur die Großen. Wir können wieder Froschkonzert lauschen. Vicky ist schon fleißig. Ja, bei dir ist auch gar nichts ausgerüstet in deiner XL-Box da drüben. Können wir mal darüber reden, wie schrecklich die Wände schon wieder aussehen von deinem Tyrannchen? Also hier legt er immer seinen Kopf ab. Oh, wie dreckig ist der denn? Und hier ist sein Po. Und hier ist sein Po, ja. Viel Spaß dann beim Ausmalen, ne? Die Lieferung mit der Einstreu ist angekommen. Nur leider hat es die Tage geregnet und die Einfahrt ist nicht, die Auffahrt ist nicht die beste. Und jetzt stehen alle Ballen unten, ganz unten. Tada, alle drei Paletten. Und die müssen wir jetzt nach oben schaffen. Und dafür müssen wir die erstmal auseinanderbauen und jedes einzelne Ding schleppen. Wie bekommen wir da oben überhaupt runter? Vicky ist extra schon mal mit dem kleinen Anhänger runtergefahren. Da können wir das alles einpacken. Es wird trotzdem Stunden dauern. Okay, ich werf runter, du fängst. Machen wir Räuberleiter? Und dann? Wirfst du es einfach auf mich drauf. Du fängst es, ich schub. Das wiegt halt 20 Kilo, so ein Ding. Achtung. Ich hab's. Ich hab's geschafft. Okay, Nummer 1 von 4000. Anhängerladung Nummer 1. Bye, bye. Und es bleiben noch... Kurze Verschnaufpause. Gäbe es auch die Möglichkeit, sie einfach hier stehen zu lassen? Das war's dann leider mit dem Spaß, denn Vickys Pferd Tyrann war weg. Leute, ich muss mich gerade mal ein bisschen beruhigen. Was jetzt gerade passiert ist, damit hätte wirklich keiner gerechnet. Ich dachte, ich brauche eine Brille. Ich dachte, ich kann meinen Augen nicht mehr trauen. Irgendwas stimmt in meinem Gehirn nicht. Aber es war die Wahrheit. Ich glaub's einfach nicht, was der sich immer wieder einfallen lässt. Einerseits denkt man, wie kann er nur? Und andererseits denke ich mir, irgendwie war das auch klar. Tyrann ist gerade über den Zaun gesprungen. Aus seinem Paddock raus. Wie ein wahnsinniges Wildpferd. Der spinnt. Was ist das für ein Pferd? Okay, ich muss hier erstmal durchatmen. Vicky hat ihn gerade rein in die Box gebracht, denn der Zaun ist jetzt auch kaputt. Und jetzt tust du einfach so, als wäre nix. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Du hilfst nicht mal mit, den Zaun zu reparieren. Tut es dir leid? Tut es dir leid, Tyrann? Spirit ist jetzt auch im Stall und wir müssen jetzt gleich hier beratschlagen, was wir machen. Bin ein bisschen verzweifelt. Was ist, wenn der das jetzt immer macht? Wenn der jetzt jedes Mal versucht, über den Zaun zu springen. Warum springt der über den Zaun? Ich habe damit gerechnet, dass irgendwann irgend sowas passiert und ja. Jetzt ist es soweit. Ich hole ja Material, um den Zaun höher zu bauen. Weil der kann ja wohl so nicht bleiben. Dieses Pferd bringt einem einfach zu verzweifeln. Ich weiß gar nicht, ob ich traurig, wütend oder einfach nur verzweifelt bin. Ich war gerade nichts an in der Küche. Sarina wollte den Pferden Heu bringen. Plötzlich klopft sie an die Fensterscheibe. Ich war noch ziemlich entspannt, gehe da einfach mal langsam hin und dachte, ich will mir gleich zeigen, irgendwas Süßes, was die Pferde machen. So, guck mal, Spirit liegt oder irgend sowas. Nein, auf einmal klopft sie nochmal, ganz hysterisch. Tyrann ist über den Zaun gesprungen. Ich habe gar nichts mehr gecheckt. Ich habe einfach nur noch meine Schuhe angezogen und bin losgelaufen. Habe mir auf dem Weg noch einen Halfter geschnappt. Dann habe ich es auch schon gesehen, dass der außerhalb rumgelaufen ist. Und der Grund war nämlich, draußen am Nachbarsgrundstück Kinder auf und abgelaufen sind. Und die hatten so neonpinke und neongelbe Jacken an. Dann haben sie auch noch geschrien und so. Und das hat Tyrann super nervös gemacht. Er hat die Kinder halt noch nie da spielen sehen. Mit diesen leuchtenden Jacken sind sie durch so einen Wald gelaufen. Das fand er gruselig. Das hat ihn nervös gemacht. Deswegen ist er dann auch schon auf und abgelaufen. Und dann ist er gesprungen.
Ja, und er hat auch den Zaun mit seinen Hinterhufen mitgenommen. Das heißt, wir müssen den Zaun jetzt sowieso reparieren. Ich glaube, der Zaun ist zu niedrig für Tiran. Tiran ist nämlich ein kleines Springpferd. Wir müssen da jetzt irgendwie so einen Sicherheitshöhenabstand noch nach oben dran bauen. Zum Glück haben wir noch Zaunmaterial da. Nummer 1. Da ist auf jeden Fall alles drin, was man so braucht. Dann brauchen wir noch die Bohrmaschine. Okay, auf geht's. Wie ist der Plan? Der Plan ist, wir machen noch einen Zaun oben drüber, also einen höheren. Wir müssen den Zaun erhöhen. Ich habe hier alles. Schrauben, Bohrmaschine, Zaunmaterial. Los geht's. Vicky? Ja? Wieso hast du so ein spezielles Pferd? Es tut mir leid. Ich habe mir diesen Tag echt anders vorgestellt. Du hast jetzt Boxenruhe. Bis wir den Zaun repariert haben. Und Spirit kann gar nichts dafür. Spirit, der liebe Babybub. Wir haben jetzt noch so viel Höhe. Es gibt nämlich gar keinen höheren Stipfel, wie wir das erhöhen können. Aber hier ist zum Glück noch so ein Stecken, so ein Abschnitt für ein Band. Das heißt, wir werden einfach nochmal so viel erhöhen und hoffen, dass es reicht. Hier ist nochmal Band. Wir haben auch noch eine neue Rolle Band, wenn es nicht ausreicht. Bohrmaschine, dann so ein Bohrmaschinenaufsatz und diese Teile. Das sind so Spanner für die Ecke. Solche Teile, damit kann man Tor zumachen. Wir haben Torgriffe und Schrauben. Legen wir los. Zum Glück sind wir mittlerweile schon sehr geübt, wenn es ums Zäune bauen geht. Und deshalb waren wir auch schnell fertig. Ja, das sieht aus, als würden wir hier einen Elefanten reinstecken wollen. Der Zaun ist fast höher als du, der muss jetzt aber reichen. 3 Bänder. 1, 2, 3. Versuch du mal rauszuspringen. Das ist gar kein Problem. Oh Gott. Ich hätte sowas von Stromschlag bekommen. Es ist jetzt circa um 20 cm höher einmal ganz rundherum. Aber nur auf Tirans Seite. Spirits Seite ist noch klein geblieben, weil Spirit springt eh nicht raus. Ich bin aufgeregt. Bin sehr nervös, wenn Tiran das nächste Mal hier rauskommt. Glaubst du, er wird es wieder versuchen? Ja. Ich wünsche mir einfach nur, dass wir irgendwann ein ganz normales, schönes Video hier drehen können, ohne dass immer irgendwo Chaos ausbricht. Drückt uns die Daumen, dass der Zaun jetzt hoch genug ist und Tiran kein zweites Mal drüber springt und dass es eine Ausnahme war. Weil ich glaube, wenn der lernt, dass der da drüber springen kann, dann können wir ihn eigentlich nirgends mehr einzäunen und dann wird er ein Wildpferd. Lasst super gerne ein liebes Kommentar in den Kommentaren, da um uns aufzumuntern und natürlich einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr uns auch abonnieren. Und ich gehe jetzt Eis essen. Das klingt nach einer guten Idee. Eis muntert immer auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.